Hallo ihr Lieben, ich bin Juliane von Kulalu und wir bemalen heute zusammen Hobbyhorse-Augen. Und zwar bemalen wir einmal das Innere der Augen, dass man Lichtpunkte hat und ein bisschen Iris erkennt. Und ich zeige euch auch, wie ich immer den Bereich um die Augen schattiere, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Für das Ganze benötigt ihr natürlich Farbe. Ich nehme dazu Stoffmalfarbe und zwar einmal die Stofffarbe von Creal, die heißt Creal Tex. Und die zweite Farbe, die ich auch noch geeignet finde, ist die Mucki Stofffingerfarbe. Warum diese beiden Farben? Und zwar sind diese beiden Farben beide spielzeugtauglich, das heißt, die sind schadstoffgeprüft und von daher auch zum Bemalen von Spielzeugen geeignet. Generell ist es so, dass die Farbe von Creal ein bisschen dünner ist als die von Mucki. Ich denke mal, das liegt daran, dass die Mucki eben Fingerfarbe ist und natürlich auch an den Fingern kleben soll, wenn man sie als solche auch benutzt. Ich nehme die Mucki-Farbe meistens zum Bemalen von den Augen, weil die halt auf dem Filz ein bisschen besser sich auftragen lässt und nicht so stark einzieht, weil sie eben ein bisschen dicker ist. Und die Farben von Createx, die nehme ich hauptsächlich zum Schattieren vom Plüsch, einfach weil ich die da nicht so stark verdünnen muss, damit eben nicht so harte Stellen auf dem Plüsch entstehen, wenn ich die dann aufgetragen habe. Theoretisch könnt ihr aber auch die Mucki-Farbe dafür benutzen. Ihr müsst sie halt einfach nur mit ein bisschen mehr Wasser verdünnen als jetzt die Farben von Createx. Ich habe jetzt hier meine beiden Filzaugen. Die habe ich mir mit Flisofix zugeschnitten, also erst das Flisofix aufgebügelt und dann ausgeschnitten. Ich habe auch hier noch die Folie drauf gelassen und auf diese male ich mir jetzt die Elemente. Theoretisch kann man das auch machen, wenn man die Augen schon festgenäht hat, aber wenn man dann sich natürlich vermalt und hat es schon drauf genäht, dann ist immer ein bisschen blöd. Deshalb, ich bin da eher von der vorsichtigen Sorte und mache das lieber vorher. Ich habe mir hier in mein kleines Mischteilchen hier verschiedene Farben reingemacht. Und zwar habe ich mir von der Mucki-Farbe Schwarz und Weiß reingemacht, weil die Mucki-Farbe meiner Erfahrung nach ein bisschen besser auf dem Filz hält. Also die zieht nicht so stark ein, weil die ein bisschen dicker ist. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Braun von den Createx-Farben, einfach weil ich von Mucki keinen Braun habe. So. Also, dann starte ich einfach mal und male mir jetzt hier die Lichtpunkte mit Weiß vor. Das ist immer das, womit ich anfange. So, das sind also die Lichtpunkte. Ich werde auf jeden Fall noch ein zweites Mal drüber malen, weil die Farbe, obwohl sie halt relativ dick ist, trotzdem halt einzieht. Und damit die richtig schön leuchten, werde ich, wenn es getrocknet ist, noch ein zweites Mal drüber nehmen. Aber ich lasse das jetzt erstmal so und kümmere mich jetzt um die Pupille. Genau, und da könnt ihr entweder natürlich einen Braunton nehmen oder ich werde mir jetzt einen Grauton zurechtmischen aus Schwarz und ein bisschen Weiß. So, und mit meinem gemischten Grau zeichne ich jetzt die Iris nach. Ich werde die dann auch noch ein bisschen braun wahrscheinlich schattieren, vielleicht noch ein paar helle Bereiche, aber ich mache die Basis jetzt erstmal mit einem Grau. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs erkennen. Also theoretisch kann man das jetzt auch schon so lassen. Ich mache jetzt noch so ein paar kleine hellere Bereiche und ich werde mir jetzt auch noch einen kleinen Tupfer Braun mit in das Grau mischen und da vielleicht auch noch mal
ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. So, und jetzt mache ich hier ganz viele kleine weiße Striche und verwische die dann mit ein bisschen Wasser. Dann kriegt das Ganze noch mehr Tiefe. Jetzt einfach mit ein bisschen Wasser am Pinsel das Ganze verwischen. Ja. So, und jetzt mache ich das gleiche mit Schwarz, aber nochmal aus der anderen Richtung, damit es auch noch ein bisschen einen weicheren Übergang hat. So, theoretisch könnte man auch noch ein paar von diesen Strichen mit Braun machen. Das sieht bestimmt auch total klasse aus. Ich warte jetzt allerdings erstmal, wie das getrocknet aussieht, weil ihr seht es schon hier an dem Weiß. Die Farbe zieht wirklich in diesen Filz ein und das wird dann noch deutlich heller, als wie ihr das jetzt hier seht. Wobei ich persönlich das mag, wenn es nur so angedeutet ist und nicht so ganz krass. Aber da warte ich jetzt einfach mal ein bisschen, bis es getrocknet ist und dann gucke ich mal, ob ich nochmal drüber male. So, das Auge ist jetzt getrocknet und ich wollte euch einfach nochmal zum Vergleich das Auge zeigen, was ich hier schon aufgenäht habe. Da könnt ihr halt an dem Lichtpunkt wirklich ziemlich deutlich erkennen, was der Unterschied ist. Ich muss also definitiv noch ein- oder zweimal über diese Lichtpunkte drüber malen, damit die halt wirklich so schön leuchtend werden wie da. Die Iris finde ich aber total super. Also wie gesagt, ich mag das, wenn es halt eher so ein bisschen angedeutet ist und nicht zu krass. Und genau, deshalb werde ich die so lassen und einfach nochmal über die Lichtpunkte drüber malen und dann ist fertig. So, ich würde euch jetzt gerne noch mal eine zweite Variante zeigen und zwar so, wie ich das eher bei diesem Fjordpferd gemacht habe, dass es eben nicht so eine ganz runde Iris ist, sondern dass es eher so ein bisschen unten nur angedeutet ist und oben. Und da zeige ich euch gerade noch mal, wie ich das gemacht habe. Also ich habe hier wieder mein Auge und statt jetzt einfach einen Kreis im Prinzip zu malen, mache ich jetzt nur hier unten diesen Bogen. Und jetzt hier oben nochmal von diesem Lichtpunkt weg so ein bisschen. Und genauso auf der anderen Seite vom Lichtpunkt. So, und jetzt mische ich da wieder ein bisschen Braun drunter. Kann man oben noch mal ein bisschen so einen leichten weißen Strich setzen. Und wenn man das hier unten so hart hat, diesen Übergang auch einfach noch mal mit ein bisschen Schwarz drüber. So. Das sieht dann quasi so aus. Auch da muss man halt dann nochmal schauen, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist
Und das sind jetzt quasi so zwei verschiedene Augen, wie ihr sie vorhin halt auch am fertigen Pferd gesehen habt. Das sind eigentlich so meine persönlichen Favorites, aber ihr könnt natürlich auch von den anderen Malvorlagen euch welche aussuchen. Ja, wie ihr wollt. So, ich habe jetzt mein fertig bemaltes Auge auf meinen vorschattierten Plüsch aufgebügelt. Also diese Schattierung hier, die habe ich vorher gemacht. Das zeigen wir euch in einem anderen Video. Aber ich würde euch jetzt gerne zeigen, wie ich die Augen bemale, also den Bereich um die Augen drumherum, dass es noch ein bisschen echter aussieht. Also einfach noch mit ein paar dunklen und ein paar hellen Bereichen, dann wirkt das Ganze einfach noch ein bisschen echter. Ich habe dazu wieder meine Textilfarbe und ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Als erstes mache ich immer die dunklen Bereiche. Wenn mir die dann insgesamt zu dunkel werden, dann kann ich die später nochmal mit ein bisschen Weiß einfach heller machen. Jetzt mache ich nochmal die helleren Bereiche, dass diese noch ein bisschen besser hervorstechen. Male ich diese nochmal mit ein bisschen Weiß nach. So, also damit wäre ich jetzt eigentlich soweit fertig. Ich muss das Ganze natürlich noch trocknen lassen, dann wird es noch ein bisschen heller. Eventuell kann man dann noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Aber ja, ich bin eigentlich soweit so ganz zufrieden. Ihr könnt das natürlich auch variieren, indem ihr zum Beispiel halt eher hier in diesem Bereich noch mal eine Lidfalte setzt. Dann sieht es noch ein bisschen trauriger aus, also ein bisschen treu-doof vom Blick her. Also je nachdem, wie euch es am besten gefällt, da kann man auch mal einfach auf dem Reststück halt ein bisschen rumprobieren. Ja, aber das ist halt so die Art, wie ich die Augen halt immer noch mal nachträglich bemale.